Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute machen wir ein wunderschönes Christmas Prime Rib Roast Beef. Viel Spaß! Ja, heute ist Weihnachten und wir haben uns gedacht, wir machen etwas ganz Besonderes und wie das geht, zeigen wir euch jetzt. Als erstes braucht ihr wie im Video zwei Stängel Rosmarin, welchen ihr in einen Mörser gebt und zerkleinert. Außerdem geben wir noch ein bisschen Salz und Pfeffer hinzu, den wir hier schon mal vorbereitet haben. Dazu gebt ihr noch ein bisschen Olivenöl und mörtet es weiter gut durch. So, jetzt ist unser wunderschönes Stück Fleisch an der Reihe. Wir haben hier ein wunderschönes Entrecote vom Rind. Wir haben jetzt ein bisschen Fett von dem Entrecote entfernt und geben es zusammen mit unserer vorher zubereiteten Mischung auf das Entrecote und reiben es gut ein. So sieht unser Fleisch bis jetzt aus. Das Ganze kommt jetzt bei 220 Grad gut 60 Minuten in den Ofen. In der Zwischenzeit können wir ein paar Plätzchen essen oder die gute Aussicht genießen. Unser Fleisch sieht nach 20 Minuten ungefähr so aus und wir sind soweit, die Beilage zuzubereiten. Dazu brauchen wir ein paar Kartoffeln, die nicht geschält, aber dafür geviertelt werden. Als nächstes brauchen wir ein paar Rüben, die geschält und halbiert werden. Das Ganze wird jetzt ungefähr 10 Minuten in Salzwasser vorgekocht. Jetzt machen wir noch ein Dressing für unseren Lard, der aus Brunnenkresse, Chicorée und Radicchio mit Petersilie besteht. Unser Dressing besteht aus langem gemahlenen Pfeffer und einer Vinaigrette aus Orangensaft und Haselnussöl. Das Ganze wird nur noch gut durchmengt. In die Vinaigrette kommen außerdem noch Orangenfilets. Die Orangenfilets werden in der Vinaigrette ziehen gelassen. Die Stunde ist schon fast um und unser Stück Fleisch sieht schon 1A aus. Zu dem Fleisch machen wir jetzt noch eine kleine Soße, die besteht aus Meretic, etwas Essig, einer Prise Salz und 2 Esslöffeln Sahne. So, unser Stück Fleisch kann jetzt aus dem Ofen, sieht jetzt schon wirklich umwerfend aus. So, wir können unser Fleisch allerdings jetzt noch nicht anschneiden, sondern müssen es erst für gut 20 Minuten ruhen lassen. Bevor wir es allerdings in Alufolie einwickeln können, legen wir noch ein paar Stück Butter oben drauf und geben ein paar Tropfen Worcestersoße über das Fleisch. Außerdem kommt noch etwas Honig hinzu und 2 Zweige Rosmarin. Dann wird das Ganze in Alufolie eingewickelt und 20 Minuten ruhen lassen. Kümmern wir uns nun um unsere Kartoffeln und Rüben. Wir haben das Ganze jetzt in die Form von dem Fleisch gegeben und geben dazu nun ein paar Lorbeerblätter und etwas Knoblauch. Außerdem kommt noch ein guter Schuss Apfelessig hinzu. Das Ganze kommt jetzt für ungefähr 20 bis 25 Minuten bei 250 Grad in den Ofen. So, da die Kartoffeln jetzt im Ofen sind, können wir unser Fleisch anschneiden. Und Leute, das sieht doch umwerfend aus, dieses wunderschöne Stück Fleisch. Diese Färbung ist genial. Wir schneiden es jetzt für euch nochmal an und dann wird angerichtet. So, dann können wir auch schon die Rüben und Kartoffeln aus dem Ofen holen. Ihr könnt jetzt noch je nach Belieben etwas Parmesan und etwas Zitronenschale über die Kartoffeln und Rüben geben. Dann wollen wir mal anrichten.
Ja, das war's auch schon mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder einen netten Kommentar und schaut auch bei den Butcher Boys bei und bei den Typen, der das Originalrezept gemacht hat. Alles unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch frohe Ferien und ein frohes Fest und bis zum nächsten Mal. Ciao.